Meine Lieblingssendung auf der ganzen Welt und wahrscheinlich, aber nicht sehr wahrscheinlich, weil ich noch sehr jung bin und die Menschheit sehr jung ist, in der gesamten Zeitspanne ist Sherlock von BBC. Es folgt der Geschichte des Sherlock Holmes, die wir alle aus den Romanen von Sir Arthur Conan Doyle kennen, aber mit zwei Wendungen. Zum einen spielt sie in der Gegenwart, sodass die Verbrechen mit Hilfe von Technologien wie Internet, GPS und SMS aufgeklärt werden. In allen Folgen wird viel SMS, aber kein Facebook, nur die eleganten und zuverlässigen Textnachrichten, die rund 1 Cent kosten. Die andere Wendung: Sherlock ist Brit. Oh, er war ursprünglich Brite, oder? Dann sag mir, warum er in den Filmen mit Robert Downey Jr. plötzlich Amerikan ist. Ich hasse diese Filme, also ist es wahrscheinlich nicht die Sherlock-Figur, die ich so sehr mag. Es ist die Art und Weise, wie die Show geschrieben und inszeniert wird. Es gibt dir das Gefühl, als ob sie die Verbrechen selbst aufklären. Die Autoren erklären nicht jedes einzelne Detail und machen es dem Publikum zu einfach, es zu verstehen. Viele der Folgen schmerzen ihren Kopf aufgrund der Menge an Informationen, die sie aufnehmen müssen. Sherlock spricht ziemlich schnell, um anzugeben. Und aufgrund der Teile muss man zusammenbauen, um zu verstehen. Sie bringen sie auch dazu, ein Rätsel zu lösen. Ein ganz anderes Rätsel als das, das Sherlock klärt auf, aber am Ende ein Rätsel. Also, wenn die zweite Wendung nicht ist, dass Sherlock Brite ist, welche anderen Wendungen gibt es dann? Nun, ein wunderbarer ist, dass Sherlock den Leuten in den Folgen oft erzählt, dass er ein hochfunktionierender Soziopath ist, was seinen Mangel an Emotionen und seine Loslösung von Menschen erklärt. Er ist ziemlich komisch und scheint sich dessen bewusst zu sein. Die Leute um ihn herum sagen, dass er möglicherweise an Asperger's Syndrom leidet. Denn obwohl er ein Genie ist und den Verstand eines Wissenschaftlers hat, liest er keine einfachen Emotionen in den Geschichten der Menschen und ist oft unhöflich, ohne es zu wollen, weil er den Leuten sagt, wie dumm sie sind, um peinliche Dinge über sie abzuleiten. Die Show hat nur 13 Folgen, aber jede ist so lang wie ein ganzer Film. Es sind im Grunde 13 Filme und ich habe sie alle mindestens 3-mal gesehen. Sie bringen mich immer zum Lachen und wecken meine Neugier auf die Welt. Ich mag Fernsehen überhaupt nicht, aber diese Show, oh man, sie ist mein enger Freund geworden. Bitte schauen Sie es sich an, wenn Sie zu Hause freie Stunden haben. Und ich weiß, dass du hast.